Ich bin Zira Topic und ich bin Schauspielerin. Ich habe heute hier einen Workshop gegeben im Namen von Filmkids, die auch Partner sind vom Gässli Festival, und ich bin Jurymitglied. Also der erste Eindruck war sehr familiär. Das gefällt mir mega. Und die Lichtauswahl, also das Lichtkonzept, dass es zusammen stimmt mit all den Flyers und den Bildern, die man sieht. Da kommen wir hier an, in die Stadt, die ich nicht so gut kenne, aber auch ein bisschen. Und da kommen wir in ein Gässli rein und es hat die gleichen Lichter wie auf dem Flyer. Also die ganze Stimmung ist wie die gleiche. Ich finde das Konzept mega schön. Da fühlt man sich gerade ein bisschen verzaubert. Ich glaube, so ein bisschen familiär und verzaubert ist so das Erste. Achtung, fertig, Weg, so meine erste grosse Kinorolle war, ohne Schule, ohne Ausbildung, ohne irgendwie eine Ahnung zu haben, was ich da genau mache. Und mit dem Oli Reis arbeiten, wie er auch das Vertrauen hatte, dass ich das kann, und wie er mich dann da so ein bisschen eingeführt hat, das war mega schön. Und es war auch eine Rolle, die so in dem Zeitpunkt auch recht nah war zu mir, wo ich einfach ein bisschen Gas geben konnte, wo ich noch ein bisschen mutiger war. Das war mega cool. Ich glaube, ein anderer Highlight in meiner Karriere war meine Schauspielausbildung in Paris. Ich habe dort mega viel gelernt, also auch über mich und über die Menschen. Und über wie ich funktioniere, wie andere funktionieren, wieso, wann, warum, wie kann ich das verändern, wie kann ich besser in eine Rolle rein, wie kann ich wieder raus, was macht uns aus. Einfach mega viele schöne, sehr schöne Sachen. Und jetzt habe ich dieses Jahr mein absolutes Highlight gehabt, als ich in Berlin eine neue Rolle bekommen habe, in einem deutschen Film, wo ich einen Deutschen spiele. Der Film heisst «In einem Land, das es nicht mehr gibt». Und es geht um die Modebranche in der DDR in den 80er Jahren, wo sehr wenig Mittel hatten. Das ist auch eine echte Geschichte. Und die Menschen kennenlernen, dann etwas spielen, was wirklich passiert ist. Also das ganze Paket ist einfach grossartig. Ich habe aber noch etwas, das mega wichtig für mich ist. Und das ist das Schauspielatelier, das ich mit dem Christoph Oswald entwickelt habe. Und jetzt nächste Woche, also nein, das Wochenende zum ersten Mal stattfindet. Und das ist, ich glaube, so zum ersten Mal eine Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, wie sie können ab 9 bis 18 so einen ganzen Jahreskurs durchmachen, so wie so einen Vorkurs, wenn sie später wirklich mal, oder auch jetzt schon, wirklich Schauspieler haben. Das liegt mir mega am Herzen.